Moin und willkommen zum heutigen Hero Spotlight der Assassine. Dieser Assassine trägt einen Imperial Dagger. Die Assassine ist ein sehr mobiler Charakter, sie hat als einzige die Fähigkeit, drei Felder zu laufen. Das macht sie im PvP durchaus zu einer der nützlichsten Helden. Durch den hier verwendeten Dagger kann sie zudem zwei Angriffe ausführen, was sie dann auch in PvE-Aktionen sehr brauchbar macht. Ihr Damage Output ist durch das im Spiel erfahrbare NFT-Asset Imperial Dagger aus World Stage 38 einfach enorm. Gehen wir von einem Angriff mit 100 Schaden aus, kann sie dadurch 200 Schaden pro Runde austeilen und viel Mana für ihre Special sammeln. Sie kann mit dem Dagger auch Angriffe getrennt voneinander ausführen, also angreifen, laufen und angreifen, wodurch sie so vielseitig wie auch kompliziert wird. Achtung, dass ihr dadurch im PvP nicht ungedeckt in des Gegners Baits reinlauft. Die Assassine ist sehr schwer zu meistern, aber hat auch das größte Potenzial. Unter anderem auch durch die Special, auf die wir jetzt einmal näher eingehen. Wie hier beschrieben, hat sie das Alleinstellungsmerkmal, dass sie die Verteidigung der Gegner umgeht. Das heißt, wenn ihr einen verteidigungsintensiven Tank im PvE habt, wie den, nennen wir ihn Ogre oder im PvP einen Raider oder Paladin, könnt ihr diesen dennoch den kompletten Schaden zufügen. Oft kommt dies sehr überraschend und gleicht einem Gamechanger. Die Special trifft jeden Gegner innerhalb der blauen Punkte. Die rot durchgestrichenen Felder werden nicht erreicht. Auch hieraus lässt sich im PvP ein sehr gewinnbringender Einsatz ableiten. Ich hoffe, euch hat mein erstes Hero Spotlight gefallen. Lasst gerne ein Abo oder Like da.